Hallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier im Projekt LS22 Family. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich mit dabei wieder der Mike, a.k.a. Jan, und die Hallo. Nicole, moin moin, a.k.a. Nathalie. Hi. So, wir sind immer noch fleißig am Forstwirtschaften hier, denn der Staatsforst braucht unsere Hilfe und da gibt's richtig, richtig Kohle zu verdienen. Die wollen nämlich hier irgendwas bauen. Das war wohl zu groß, das Stück. Ja, toll. So, okay. Hä? Wo ist jetzt mein... Was denn? Nix. Was ist denn? Nathalie? Ja? Lachst du, oder was? Die Frage ist, was du für ein Stück in der Hand hattest. Könnt ihr mal was reinhauen? Also mal, was für ein Holzklotz du hattest, ist die Frage. Ich will mal einen Screenshot machen. Hau dir mal was rein? Oder ist der Anhänger voll? Weiß ich nicht. Habt ihr was reingehauen? Ja, jetzt. Ja, perfekto. Wunderbar. So, gut, sehr schön. Ja, quer bringt nicht viel. Ach, ihr lernt es auch noch. Oh. Haut die mir das Ding um die Rille. Ich glaube, es hackt. Hast du einen Helm auf? Genau. Ich nicht. Hä? Wenn es realistisch muss ich bleiben, ne? So. Kann jemand mal gucken vorne im Traktor, wie voll das Ding ist? Ja, Moment. Mhm. Dankeschön. Ja, geht noch was. Wie viel ist denn voll bis jetzt? Wie viel Prozent? 50. Ach, du wegen schon. Ja. Wisst ihr ungefähr, wie viele Bäume wir jetzt gefällt haben schon? Nett, ne? Also ich habe eine 50.000 Quadrilliarden, schieß mich. Ist klar. Kann ich dir den nicht? Ist der nur noch zu schwer? So, und das sieht doch schon gut aus. Ja, wir sollen ja heute auch nicht alles schaffen.
Die haben gesagt, es reicht, wenn wir heute einen Anfang machen. Mike? Ja, bitte. Was ist denn mit dir? Was soll mit mir sein? Ja, du stehst hier rum und guckst bloß. Ja. Wir. Ist hier nicht gut, oder? Ich will mein Bier. Und mein Bett. Er hat heute irgendwie ein Problem mit dem Bett. Wie bitte? Er hat heute irgendein Problem mit dem Bett. Ja. So. So, mal gucken. Wartet mal bitte. Hänger ist voll. Anhänger. Okay. So, wollen wir mal gucken. Ach, die Chaoten. Aber grundsätzlich machen sie sehr gute Arbeit gerade. Haben jetzt übelst viel geschafft. So, da kommt Geld in die Kasse von der Stadt. Die hauen rein, das ist ja. Ich sehe es von hier auch. 44.000 Euro, krass. So, gut. Ja, gut, dass ich im nächsten Projekt, ihr Lieben, ein kleines bisschen mit Forst mache. So, bin wieder da. Hallo. Jo. Da wir ja im Stadtkonto eingeloggt sind, ne, habe ich gesehen, wie viel das Geld gebracht hat. Ihr habt es ja bestimmt auch gesehen, oder? Nö, ja. Ja, 44.000 Euro. Oh, wow. So eine Wagenladung hier. Für ein paar Minuten Arbeit, ist eigentlich geil. Ja. Und wie viel kriegen wir davon ausbezahlt? Ja, es kommt jetzt auf die Masse an und auf die Fläche, die wir machen.
Wir haben die Möglichkeit hier bis, naja, was haben Sie jetzt gesagt, 40.000, 45.000 Euro zu kriegen. Also je nach Masse, je nach Anhänger, was wir hier voll kriegen heute. Weil irgendeine andere Truppe muss noch woanders sein. Gar nicht so unweit weg von hier. Also wir sind eine Truppe. Wartet mal, stopp! Stopp! Oh. So, jetzt. So, hier. Die Stückeln, die sind auch schön. Nathalie? Ja? Haben wir denn eigentlich schon Geld bekommen von dem Düngerauftrag? Ja. Wie viel war das? Also ungefähr, weißt du es? Insgesamt so um die 5.000 oder so. Ah ja, na gut. Oder nicht ganz, so viel irgendwas. Ich kann es ja nicht mehr so genau sagen. Ja gut, aber das ist ja in Ordnung. Ich habe nicht genau auf Dings geguckt. Hast du die Stunden aufgeschrieben? Also, ja. Weißt du ungefähr, wie lange du gebraucht hast? Nicht lange. Nee, ne? Ja, ich hab's mir aufgeschrieben, aber ich hab's jetzt nicht mit. Nee, ist ja nicht schlimm. Na Mensch, komm. Guck mal, ich habe eine lange Route. Aha. Ich bin gerade keine Dame hier, die du beeindrucken kannst. Dann liegt der hier daneben. Zack. Pass auf, der ist ein bisschen störrig hier, der. So, haben wir denn noch viel? Da liegt schon noch ein bisschen was rum. Wo denn? Hier hinten. Wollen wir vielleicht mal Mike? Mike? Ja. Würdest du die Baumstümpfe wegmachen und wir setzen mal um die ganze Geschichte oder was meinst du? Was denkst denn du? Mach du das mal bitte, danke. Ich säge lieber. Ich kann auch die Baumstümpfe wegmachen. Jo, mach mal. So, hier hinten, hier sieht's aus wie ein Schlachtfeld. Hä? Was jetzt? Das sind ganz schöne dicke Oschis hier, hä? Ach, die sind noch dünn. Ich habe in meiner
da wo ich gearbeitet habe, hatten wir auch eine Forstabteilung. Ja, die haben teilweise mit einer 2 Meter Dings. Bums. Ne, und so, weißt du Bescheid. Probleme gehabt. Mhm. In Brasilien oder was? Ja, hallo. Nee. Wie ohne? Ja. Na fein. Sag mal, wie kann jemand mal im Traktor gucken, wie viel schon wieder drin ist? Ja, Moment. Jo. Was lachst denn du? Durch mal meinen Baumstamm an. Hä? Guck mal, euch mal meinen Baumstamm an, den ich hier trage. Das war ein dicker Oschi, du. Und wie viel ist drinne schon? 75. Sehr gut, da kriegen wir heute noch eine Fuhre zusammen. Ist ja gut. Da kriegen wir noch mal richtig Kohle. Das ist ganz schön ergiebig, hä, oder? Noch. Das Holz. Es geht noch. Ist keine Buche oder sowas. Buche wäre noch ergiebiger. Mitreden wie ein Großer, aber hier sagen, ich habe null Ahnung von Forst und den Maschinen. Von den Maschinen? So, jetzt gucken wir mal. Oh, was? 92%, krass. Ja, wenn der Anhänger voll ist, dann ist eigentlich auch Feierabend für heute. Krass, ne? Erstmal Mittagspause oder was? Ja. Der Staatsforst, die bringen uns sogar Essen her. Also ordentliches, gutes Essen. Oh, das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen sehr schwer. So, ich guck mal. So, gut. Gut. Ah, Leute, wir haben es geschafft. Krass. Komm hier mal kurz abklatschen. Ah, ja. Ah, sehr geil. So. Ah, muss ich sagen, habt ihr echt gut, also haben wir gut gemacht, glaube ich sehr. Ey, guck mal, was wir für ein Stück hier gerodet haben jetzt. Guckt euch das mal an. Wie viel wir jetzt hier geschafft haben. Ja. Wow. Ist so gut. Ja, ich weiß, dass bis hier runter... Das muss alles noch weg hier. Also geht's dann nachher weiter, nach der Mittagspause? Ja, erstmal gucken. Es kann ja sein, dass der Forst sagt, wir machen erstmal zwischendrin was anderes oder dass die andere Truppe hierher kommt. Keine Ahnung. Also wir hatten heute erstmal den Auftrag und dann müssen wir mal sehen, ob es dann hier weitergeht. Ich fahre jetzt... Oder will jemand den Traktor rumfahren und abladen?
Kann ich machen. Genau. Gut, ihr Lieben, dann sind wir aber erstmal durch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben ein bisschen Forst mal gemacht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir wollen euch ja hier im LS Family mal alles so ein bisschen zeigen. Und wenn es euch Spaß gemacht hat und euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da gerne. Würden wir uns freuen. Oder kommt gerne auch im Livestream vorbei. Alles unten drinne verlinkt. Genau. Und das mit dem Bewerben und Discord habe ich euch ja auch erklärt. Also sprich, wenn ihr im ETS mal was mitmachen wollt, wenn ihr euch für neue Projekte bewerben wollt und so weiter, dann kommt auf unseren Discord-Server. Ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Regeln durchlesen, bestätigen und im Bewerbungschannel einfach schreiben, auf was ihr euch bewerben wollt. Okay, bis dahin. Wir sind erstmal raus. Macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.